Ich klatsche mal wieder, weil ich nicht anders kann. Hallo, willkommen zu diesem wunderschönen Vlog. Ich habe es im Stream schon erzählt und im Video gestern auch ganz kurz. Ich fahre jetzt tatsächlich zum Flughafen. Ich bin nicht mal 24 Stunden gefühlt zu Hause gewesen aus Portugal. Direkt geht's weiter nach Wien. Ich habe letzte Woche die Nachricht bekommen von meinem Team, also von meinem Management, sowie auch Tobi und Julius. Ey, nächste Woche geht's by the way nach Österreich für ein Formatdreh von Red Bull. Wir wissen alle, was abgeht, nur du weißt nicht, was los ist. Und es wird mega krass, bereite dich auf das krasseste Erlebnis deines Lebens vor. So habt ihr es mir angepriesen. Ich schwöre euch bei Gott, wenn das schlecht wird. Was für der Gast von Red Bull? Denkst du wirklich, dass es scheiße wird? Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es extrem geil wird. Ich hätte eigentlich auch morgen meine zweite Impfung bekommen. Das haben wir jetzt auf Freitag, glaube ich, verschoben. Also es ist scheinbar eine krasse Sache, die nicht verschiebbar gewesen ist. Ich weiß, dass es irgendwas mit der Rennstrecke zu tun hat, weil ihr Idioten das in den Kalender geschrieben habt. Ich nicht. Ja. Kim, Grüße gehen auch an dich. Aber ich habe wirklich absolut keinen Plan, was mich erwartet. Loki hoffe ich ein bisschen, dass Kevin da ist, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall, weil er ist nämlich noch im Stream. Ja, kein Plan. Ich bin wirklich gehypt AF. Ich bin gespannt wie sonst was. Und wir schallern jetzt aggressiv nach Düsseldorf zum Flughafen, rein in den Flieger und dann müssen wir noch irgendwie, glaube ich, eine Stunde oder sowas mit dem Mietwagen fahren. Ich hoffe, dass es, to be honest, ein richtig geiler Mietwagen ist. Sowas wie ein LaFerrari oder sowas. Ja. Wie ist es das? Ja, Mann. Ja? Hey, hast du auch einen Kalender gesehen? Stand im Kalender, LaFerrari Mietwagen abholen. Da steht, jeder hat einzelne Termine drin. Aber jeder hat einen. Ich nehme euch so ein bisschen hinter die Kulissen mit. Niklas ist übrigens auch mit am Start. Och nee. He kind of the new one in the team. Und es gibt nochmal ein richtig krass aufwendig produziertes Video davon. Deshalb ist Niklas auch hier. Mit Kamera, mit Drohne, mit allem drum und dran. Richtig, richtig wild. Wir machen hier so ein bisschen behind the scenes Vlogging und nehmen das ganze Vlog mit. Das große, fette Video kommt dann irgendwann auch noch online mit einem richtig nicen Production Budget. Yeah, yeah. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Flughafen oder wie Tobi Tomatensaft über seinen Kopf gibt für Entertainment. Nein. Nein. Wir sind am Flughafen, Leute. Und hier ist das schrecklichste Parkhaus der ganzen Welt am Düsseldorfer Flughafen. Ich sag's, wie es ist. Ich habe in meinem Leben noch nicht viele Felgen zerkratzt. Ja, aber hier. Aber hier. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Also wirklich, das ist so unverschämt. Das ist so unverschämt. Die haben das wirklich so gebaut. Digga. Siehst du das? Siehst du das? Guck mal, wie viel Platz hier ist, Digga. Junge, es ist. Boah, es ist jedes Mal. Wie mache ich hier nochmal die Kamera an? So, jetzt hast du bei jeder Frontfelge. Ja. Noch unangenehmer. Beim Rausfahren passiert es immer. Beim Reinfahren ist es okay. Beim Rausfahren ist die Kurve so eng gemacht, dass einfach nicht mehr feierlich. Das ist wirklich schlimm hier. Ja, ich sehe ja auch gar nichts. Guck mal, wie das aussieht. Oh, links. Ja, wir sind auf jeden Fall ein bisschen zu früh. Aber da die Restaurants, glaube ich, wieder aufhaben, können wir uns jetzt auch schön fett geil was reinfressen. Stimmt hier nicht. In unser geiles Maul, unser geiles Fressmaul schön das Maul einfach mal stopfen. Ja. Ja. Niklas ist übrigens der Tonmann. Kennt ihr Tonmann Frank von Joko ja, Klaas? Das ist Niklas. Das bist du, Niklas. Nee. Doch. Okay. Oh, ist hier jetzt noch enger, oder was? Hä? Ja. Ist ja die Hauptstraße auch zum Hotel, oder? Ja, ich dachte wirklich, dass. Also, das ist einfach eine Karikatur von Österreich hier gerade, oder? Das kann es doch nicht sein. Wir fahren hier auf einer Straße. Digga, hier haben. Also, ich glaube, wir sind das erste Auto, was jetzt 20 Jahre lang fährt. Das kann nicht sein, dass hier. Also, guck mal, was ist das? Wo hier? Sind wir denn hier, Alter? Guck mal, wir fahren jetzt in so einen Mörderwald rein. Nein, ich baue einen Unfall! Oh, nicht das Licht anmachen. Nee, mach das bitte aus. Papa hat es immer gesagt. Oh, oh, Achtung, hier ist ein Bach oder Fluss. Wie sollst du da rüberkommen? Oh, no. Okay, ganz kurz, bevor wir jetzt. Links fahren auf Fuß. Hallo, der Herr. Digga, das stimmt doch hier alles nicht. Das stimmt doch hier vorne und hinten nicht alles, oder? Digga, was, wenn wir jetzt ein Auto hätten, was breiter als ein Meter wäre? Wir haben hier einen Smart gerade. Das stimmt doch hier nicht. Digga, das ist doch nicht richtig. Alter, guck mal den Porsche an, Digga. Autos, holy shit. Ein, zwei, guck mal da vorne, Digga. Und noch einer. Alter. Bro, what the... Digga, was für Pause. GT2 RS, GT3 RS. Und der da vorne, RS. Digga, wer ist er denn? Hey, Digga, die Definition von Lostness ist ja wirklich, wenn man hier hinfährt, sich wundert, warum man so leichte Déjà-vu-Erscheinung hat, dann der Typ unten, der kannte mich noch von früher, früher mal so die Videos geschaut, der Kerl, der hier arbeitet, grüße genauso an dich. Und mir fällt gerade so auf, hey, ich war hier einfach schon. Ich kann dir genau sagen, wie mein Zimmer aussieht, weil ich habe das gleiche Zimmer wie letztes Mal, Bro. Echt jetzt? Pass mal auf, es geht nämlich. Ja, ich bin 19. Komm mit. Ich bin 19. Dann habe ich das fast gleiche Zimmer wie letztes Mal. Ich glaube, wir haben aber diesen Bau gleich. Habe ich deins? Es ist nämlich zwei. Aber du wusstest nicht, dass die Tür nach innen aufgeht, ne? Ja, siehst du den? Oh mein Gott, halt's Maul. Hey, das ist krass. Es hat zwei Etagen. Oben ist Schlafzimmer und sowas. Hä, wie crazy. Wir waren hier auf jeden Fall schon, aber irgendwie habe ich keinen blassen Schimmer mehr. Wieso? Doch, ich war hier, pass auf, ich war hier mit Izzy und Johanna für den Dreh von Forza Horizon am Red Bull Ring. Und dann haben wir hier auch gepennt und es hat unten nämlich einen richtig geilen Spa-Bereich, wo wir Sauna gemacht haben und ein geiles Gym, wo wir dann auch noch rein können. Komm mal kurz mit. Das Zimmer hatte letztes Mal Izzy und ich hatte das nebenan. Geil. Heavy crazy. Aber sehr chillig hier, also wirklich, no joke. Absolut geiles Hotel. Essen war letztes Mal auch sehr geil. Boah, sehr geile Badewanne, ne? Schönes Ding, schön. Na und, also, ey, ich bin ein bisschen perplex. Kennst du das, wenn man das erst realisiert, dass man schon mal an einem Ort war? Nee, ich war noch nicht so viel an Orten. Ja, selber schuld. Das ist sehr traurig. Okay, Tobi. Würde ich sagen, beenden wir erstmal hier den Vlog und machen morgen weiter. Ja.
wir beenden hier. Wir haben hier ein Doppelzimmer. Nein, ich habe ein eigenes Zimmer. Guck mal, ich habe meine Zimmerkarte in der Hand. Oh, musst du hier wohl holen. Ja, gib sie mir. Sonst hole ich sie mir. Ja, gut. Ja. Dann schönen Abend noch. Ciao. Danke. Was geht? Das ist immer noch unser Auto und das ist nicht das Auto. Ich habe richtig gehofft, dass ich jetzt heute Morgen hier überrascht werde. Wir haben lecker frühstücken. War das gut. Lecker Rührei gab's und Brötchen und Croissant. Wir haben auf jeden Fall immer noch keine Ahnung, was wir machen. Also die Jungs wissen es. Aber es ist wunderschön hier. Schaut mal, die Alpen hier vorne. Geile Autos, geile Leute. Einfach nur eine geile Zeit. Rennsport, oder? Ey, wir fahren jetzt irgendwo hin und ich weiß nicht, wohin die... Oh, eine Hummel. Eine Biene. Das ist eine Biene. Ja. Yeah. Scania C219. Hör auf, so ein Hahn. Ich hasse... Ui! Biene! Der fährt jetzt auf die Straße. Biene! Wie der geguckt hat. Spiegel Racing. Leute, was machst du denn heute? Ah, ich weiß das eben. Gegen Felix von der Laden. Mois kommt, um mich zu trainieren. Warum macht er das? Ja, an der Stelle chillig, der Drohnenpilot kam eben zu mir und meinte so, ey, du hast eine Fliege im Haar, Tobi, du hast eine Fliege im Haar. Mach die mal weg. Der meinte eben, ja, dann werde ich dich gleich filmen, wenn du ein paar Donuts ziehst, nicht so. Also wir alle so, seit einem Monat so. Hi, ich bin's, deutsche Dena. Ich bin's, Dena. Ja, wir haben uns jetzt hier verabredet zum Kämpfen. Ja. TikTok hat uns auseinandergebracht. Ja. Ich glaube, wir haben es geklärt. Das Ding ist, Bruder, der wahre Grund, wieso ich wütend war, war ja nicht das, sondern dass du zuerst mit denen auf Date gehst und nicht und mit dann mir. Nicht mit dir. Ja, ja, Bro, wir machen noch Cringe. Ich dachte so, dieses, weißt du noch so? Ja. So, Hand hat sich damals berührt. Ja, aber ich dachte ganz so, kurz, ich habe auch kurz ich dachte, ich wusste aber nicht, ob du willst. Ich dachte, wir sind auf der Wellenlänge. Ja, so. Ich war mir nicht sicher, ob du willst. So. Das war ein Versehen. Ich hatte im Kopf diesen Song. Do you remember? Ja, ja. Weißt du, mal? Dann war es einfach ein Satz. Das war das Problem. Ja, machen wir auf jeden Fall. Okay. Also Boxkampf wann? Heute? Boah, Digga, ich brauche 8 Jahre Vorbereitungszeit. Nein, wir machen so. Wir machen mal zum Reinkommen irgendwann richtig oder Faust. Chillig, Digga. Aufgechillt so. Auf entspannt, sagst du. Auf entspannt. Du kannst 2 Joker haben. Mhm. Das heißt, 6 Fragen. 2 Joker würde bedeuten, dass 2 deine Kameramänner 2 Mal für dich einstecken können. Das ist korrekt. Da habt ihr Bock drauf, oder Jungs? Ja, gleich. Weil da holen wir dann die Kraft raus und bei dir ist auch entspannt. Sehr wichtig, sehr gut. Gib mir auch richtig einfache Fragen dann irgendwie so. Sehr gut. Auf jeden Fall chillig, dass wir eben noch im Hotel richtig viel gefilmt haben. Wir waren eben noch im Gym. Hier ist ein kurzer Ausschnitt davon. Oh, da kam nichts. Okay, dann haben wir wenigstens noch einen Ausschnitt, wie wir im Pool sind. Perfekt, Digga, den haben wir auch nicht. Ja, wir sind auf jeden Fall hier an der Stelle durch. Schaut mal ganz kurz den View hier. Oh, mashallah, Digga. Und wir grillen hier noch ganz entspannt. Es wird das eine oder andere Kaltgetränk vernascht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, war es das für diesen wunderschönen Vlog. Wartet auf jeden Fall auf das große Video, denn morgen muss ich meine Prüfung ablegen. Das filmen wir allerdings nicht im Vlog, sondern kommt dann alles separat in das große, aufwendig produzierte Revitainment-Video, wo ich mit Red Bull jetzt regelmäßig geile Formate an den Start bringe. Das ist nur der erste Teil. Und wenn es schon so krank losgeht, dass ich mit so einem fetten Auto driften lerne innerhalb von 24 Stunden, dann bin ich gespannt, wie es aussieht beim nächsten Teil. Da auf jeden Fall heiß drauf machen. Wir wissen noch nicht genau, wann das online kommt. Laden wir dann in einem Dreivierteljahr einfach hoch, Leute. Vor allem, ich finde, ja, nee. Kriegen ja. wir hin. Datum steht auf jeden Fall noch nicht fest, kommt auf jeden Fall. Also, in diesem Sinne, wird's ein Killer-Video. Wieder schauen, reingehauen. Ciao.